Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, ich habe mich mal schnell hierhin teleportiert, weil ich den Steinesammler brauche. Und da müssen wir jetzt zügig machen, weil ich habe gerade gesehen, der Pflug ist mit Feld 36 fast fertig. Der Big M ist angekommen. Das ist auch nicht schlecht. Aber die Bremsen von Massey Ferguson sind gut. Da kann man natürlich nicht meckern. So. Einmal 36. Dankeschön. Dann natürlich hier BGA. BGA ist wichtig, dass wir da auch gleich mal vorankommen. Oder beziehungsweise das ist wichtiger gewesen jetzt für mich. 14, dann kamen wir direkt zu 1, dann ist die 9 auch fast fertig. Wo man auch schon direkt dann loslegen könnte. So, ich würde sagen, ungefähr hier soll er dann enden. Kein Kurs, 2, 1, Bahnen weich, ja, passt. Generierte mir einmal Kurs speichern, 45, Man, Big, M, 2, 2 mal 10 Meter. Das passt. Dann darf er hier auch schon direkt loslegen. Wir nehmen uns den hier zur Brust. Und sagen auch gerade 35. Kurs laden. Ja, den Vorteil haben wir jetzt, da Autodrive ein bisschen langsamer um die Kurven fährt, können wir hier noch sauber rausfahren. Das hat doch jetzt auch gut gepasst. So. Einmal hier ins Wasser oder übers Wasser fahren. Ich weiß, das ist gerade ein bisschen unrealistisch. Aber er soll ja auch hier loslegen. Der hat die Arbeit beendet. Das ist dann Feld 1. Brauchen wir natürlich noch den Kurs. Den habe ich ja auch schon erstellt. Genau. Zack und tschüss. Und Feld 36. Ja, es ist halt gerade wieder ein bisschen viel mit hier zack, 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 zack. Das machen, das machen, das machen. Curseplay, Curseplay, Curseplay. Aber wir fahren ja auch gleich wieder selber. So. Dann geht's hier los. Der ist jetzt hier schon direkt am Mähen. Da müssen wir schauen, welchen Träger wir noch nehmen können zum Ballenpressen. Also auf jeden Fall müsste der Fast Track ausreichend sein für die Arbeit für den Big M. Und dann wäre eigentlich so der Plan, nochmal den sagt's mir, vor lauter Knöpfe wusste ich nicht mehr, welchen ich drücken muss. Plan ist den Glas hier oben zu nehmen. Den lassen wir den Anhänger erstmal abgehangen. Gras-Technik. Jawohl. Der ist hier fertig. Das war, glaube ich, so 33. Der da drüben ist ja noch nicht fertig. Nee. Dann war das der hier, wo es für 33 soll. Genau. 33. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass ich hier wieder hinterherkomme. Weil es ist doch, muss man ganz ehrlicherweise sagen, ziemlich viel auf einen Schlag.
erster Wegpunkt. Das ist ziemlich viel, was jetzt gerade so auf einen Schlag auf uns einprasselt. Ja, bis wir jetzt so weit waren und den Trigger die Ballen einsammeln konnten, war der schon wieder hier. Okay, das wird nicht reichen. Dann müssen wir mal kurz die Lehrmittel holen. Das wird leider nicht reichen. Das ist Fakt. So. Gucken, dass wir hier auch halbwegs normal fahren. Einmal kurz die Lehrmittel auslagern und befüllen die Ballenpresse und dann passt das. Oh, wo sind da hingefahren? Na, wollen wir die Lehrmittel? Da war's doch. Doch. Ich konnte gerade nicht einsteigen. Ich weiß nicht warum. Oh. Oh. Hallo. Na du? Na komm. Entweder spinnt jetzt gerade der LKW. Und ich weiß gar nicht, was hier los ist. Hallo. Irgendwie hier mit dem Ding. Ja, da soll er auch so BGA fahren. Ich gucke jetzt mal, upsala, ich gucke jetzt mal, dass ich den zurückgesetzt krieg. Den LKW. Aber weiß ich, irgendwie. Das könnte doch sein. Zurücksetzen, ja. Und dann ist hier noch der Anhänger, der ist glaube ich auch noch buggy. Der Anhänger ist glaube ich auch noch buggy, deswegen. Ah, da war er doch gerade. Hallo, hallo, Anhänger, nein. Ich da mal noch ein Stückchen weg. Genau, das war er. So. Der ist angekommen bei Feld 1. Ja, der arbeitet auch. Sieht auch ganz stark danach aus, dass er hier seine Arbeit verrichten wird. Aller Voraussicht nach. Nicht 44. Ich hätte gern die 45. Dann hätte ich natürlich gern den Kurs, und zwar den hier. Das ist dann rechts. Und dann kann er losfahren. Da fällt 33. Müssen wir gleich gucken, ob er das auch richtig macht. So, das ist zweimal Big M. Erster Wegpunkt. Links, das passt. Der ist fertig. Ja gut, eigentlich wäre jetzt hier der Plan. Oh, das ist die 39. Die 39 ist angesät. Machen wir das gerade schnell rein. Sojabohnen auswählen. Speichern. Eigentlich wäre jetzt auf die 36 gewechselt. Aber habe ich vielleicht gerade noch was ich ansehen kann? Nein.
Nein, da sind wir dran. Das ist, ja, die 16 theoretisch, aber da haben wir den anderen unten. Ja gut, dann kann er erstmal zu 36 fahren. Das ist ja dann nicht so das große Problem. So, und der fährt jetzt hier an den Startpunkt, richtig? Ja, hier ist sein Startpunkt. Startet es da hinten, dann fängt er hier erst an. Okay, ja, kann man machen. Kann man machen. Ist okay. So, ich lade hier auf jeden Fall erstmal den Kurs rechts. So, der Big M hat den auch rechts drin. Oder habe ich den aus Versehen schon noch auf links stehen lassen? Schauen wir einfach mal. Ja, wir haben rechts drin. Okay. Das passt. Hier sind wir am Steine sammeln, am Pflügen. Da müssen wir hier noch pflügen. Wenn der hier fertig ist mit Ansehen, darf der hier auf die 16. Und dann passt das. Wir haben dann aber erstmal hier mit diesem LKW noch zu kämpfen und schauen, dass wir die Ballen eingesammelt kriegen. Von unserer schönen Flugaktion, also der fliegende Volvo. Ist doch schön passender Name für diese Folge, der fliegende Volvo. Ui, 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 ui. Mit M ist angekommen. Ja, da schauen wir gleich nach. Ist mir hier am Hof. Weg von der Straße, das ist eben wichtig. Ja, das sieht gut aus, dass er einen ersten Wegpunkt fährt. Alles gut. Ja, ich bin ja hier unten. Das ist der Aperion, das ist der hier, den hat sie auch so ein bisschen verschoben. Da müssen wir dann. Ach, das ist jetzt der Blödsinn, dass der Ballen sich ja nicht mehr bewegen lässt, ne? Die lassen sich jetzt hier bewegen. Na gut, wir werden sehen, ob das mit Autoload dann geht oder eben nicht. Steht der auf Ballen? Nein, wurde schon wieder auf Paletten zurückgesetzt. Okay. Also einmal hier wieder auf die Ballen stellen. So, den nimmt er natürlich nicht auf. Das ist natürlich nur ein Bruchteil, wo er hier nimmt. Ne? Oh, das ist doch zum Mäusemelken. Na gut, da brauchen wir halt irgendwie einen Frontlader oder so. Lader mieten mit Ballengabel und dann Let's Fetz oder ja, das ist ja eh das Feld, wo es hier ein bisschen länger stehen bleibt oder die Wiese. Bin gerade echt am Überlegen, wie ich das mache mit den Ballen. Ich meine, wenn ich ja keine anderen Ballen auf der Karte rumliegen hätte, hätte ich jetzt gesagt, komm, einmal löschen und dann ist gut. Soll er mir einfach über einen Easy Development Control Mod einfach mal alle Ballen löschen. Aber das geht ja auch nicht so einfach. Und wenn noch ganz viele anderen Ballen rumliegen haben. Einfach das Spiel mal neu starten. Vielleicht sind sie ja dann ladbar. Vor allem gut, ne? Ladbar. Ja, das eine Feld haben wir schon komplett da reingebracht. Dann bringen wir jetzt die nächsten Grasballen hier rein.
fast schon wieder das nächste Feld, wo wir dann mähen dürfen. Nicht mähen, bearbeiten dürfen. So, da den Helfer auch mal noch aktivieren, dass der hier auch loslegen kann. Mit seinen, mit den ganzen Ballen. Ach, der eine hat eben keinen Ballen, Aufsteller, der andere hat. Heieiei, okay. Dann hast du noch. Du hast noch 11 Minuten. Okay, wird die Arbeit beendet. Das muss die Ballenpresse sein. Jawohl. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.